Herzlich willkommen hier zu CSR Racing 2 mit der Aufnahme in der Aufnahme. Also der Marc Coxy und ich nehmen gerade parallel noch GTA San Andreas auf. Und ja, ich habe es halt noch gerade Zeit gefunden, dieses Video aufzunehmen. Da will ich jetzt noch ein bisschen was sagen und aufhören. Shit! Scheiße! Das ist ja voll die tolle Aufnahme. Erstens muss ich auf jeden Fall, ich habe noch zwei Autos zum Öffnen. Da freue ich mich ja schon voll drauf. Wie heißt der Cheat? B-A-G-U. B-A-G-U. V-I-X. V. Normales. Ja, klar, I. Na, schon wieder ein K1-Auto. Och, Mann, ey. Aber hoffentlich kein Subaru, bitte kein Subaru. Ah, ein Fiat. Okay, immerhin. Das wollte ich auf jeden Fall mit euch schon öffnen. Oder was heißt schon? Das möchte ich mit euch öffnen. Immer mein Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss! bei uns ist mal alles ein bisschen spezieller. Aber das müsst ihr auf jeden Fall kennenlernen. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht kennt, dann wird es langsam mal Zeit, dass bei uns ein bisschen anders wird, immer ein bisschen anders aussieht. Wir könnten ja noch die Lege auf dem anderen Stativ aufstellen. Hoffentlich kein K1-Auto mehr. Schon wieder ein K1-Auto. Wir können ja noch die Kamerastativ aufstellen. Die Kamerastativ. Ja, das Kamerastativ mit der Lege, ja. Genau. Nein, nicht nochmal ein Mini. Und dann filmen wir dich, wie du da sitzt, mich, wie ich da sitze, in der Aufnahme, nebenan noch eine Aufnahme und die Aufnahme von der Kamera, die uns aufnimmt. Jetzt habe ich zwei Mini Cooper SA. Also kein SA, sondern S. Zwei gleich. Das ist lustig. Und an diesem Beispiel, an diesem. Nee, ich mach's am Subaru. Ich mach's am Subaru. Bagu fix. V. Gut, dann einer hat gefragt wegen der Lackierung, wie man das denn macht. Das erkläre ich jetzt mal ganz kurz. Und zwar, also ihr müsst auf jeden Fall, hier gibt es Lackierung und Lack. Als Grundbasis nehmt ihr hier erstmal den Lack. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel auswählen, ob ihr Pastell, Militärisch, Gunmetal, Metall, Matt, Satingrau, Polarisiert, Fluoreszent, Metallic Grau oder Metallic. Ich nehme es hier mal Pastell, das habe ich bis jetzt noch bei keinem Auto genommen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das, das sieht irgendwie ein bisschen gay aus, aber das nehmen wir trotzdem. So, das kaufen wir jetzt einfach schon mal. Das könnt ihr, glaube ich, danach auch noch kaufen, aber jetzt machen wir es halt jetzt schon mal. Also ich glaube, das muss sogar jetzt schon sein. Dann können wir hier jetzt in die Lackierung gehen. Da gibt es vier unterschiedliche Materialien, beziehungsweise vier verschiedene Lackierungen oder Lackierungssorten. Einmal Materialien, Uni, Muster oder Streifen. Materialien können wir jetzt noch gucken. Da können wir jetzt zum Beispiel Carbon machen. Dann können wir hier dann links auswählen, ob wir es auf der ganzen Karosserie haben möchten. Auf der Seite, Seite umgekehrt, oben, oben umgekehrt, Motorhaube, Motorhaube umgekehrt oder Dach. Und Dach umgekehrt. Kontrast, Kontrast umgekehrt. Das sind dann Spiegel und Spoiler. Wie gesagt, ganze Karosserie. Ich möchte jetzt eine Carbonhaube, also nehme ich jetzt nur Motorhaube, das sieht eigentlich ganz cool aus. Aus Carbon das Ganze hier. Und so kann man unterschiedliche Bereiche anders lackieren und man hat ein individuell gestaltetes Auto. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Also erstmal den Lack auswählen, da gibt es dann sehr viele Möglichkeiten.
können wir natürlich auch gucken, welche Sachen im Angebot sind. Und danach die Lackierung. Da könnt ihr dann individuell noch irgendwelche Streifen oder irgendwie, ich kann auch mal gerade die Streifen noch zeigen, was es da noch gibt. Sowas zum Beispiel. Ich bin auch gespannt, wie das Feedback ist in der Aufnahme. Wenn wir in der Aufnahme jetzt meine Aufnahme hören und in der Aufnahme, also vom Handy, jetzt dein. Wobei, von mir kommt jetzt ja nicht so viel, weil ja, aber trotzdem bist du unsicher, ob ich jetzt was sagen soll oder nicht. Weil ich nehme hier ja auch auf, aber deins störe ich dann und... Ja, ich störe ja deins auch und du... Also, vielleicht stören wir uns ja. Das ist wieder so speziell, das ist typisch. Genau, wir gucken mal, wie es ankommt. Und natürlich eine Sache, ihr seht ja, das Ganze ist hier wieder 16:9. Hoffentlich auch auf YouTube. Wieder ein bisschen anders, weil das Ganze nehme ich jetzt mit meinem Handy auf und nicht mit meinem Tablet. Dann können wir hier natürlich auch mal den Innenraum, den können wir jetzt gerade noch gucken. Ne, blau nehmen wir das Ganze natürlich nicht. Wir nehmen es mal orange. Da fügt man das Ganze jetzt an, oder hinzufügen müssen wir das Ganze, wenn wir es auswählen möchten. Und dann kaufen. Natürlich Bremszettel, aber das braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich mache es einfach mal grün. Hinzufügen, kaufen und fertig. So ist das ganze Auto individualisiert. Und so funktioniert das mit der Lackierung. Jetzt haben wir zwei Autos bekommen. Den habe ich gestern auch bekommen. Wollte ich eigentlich auch schon mitnehmen. Aber ja, ich konnte es einfach nicht erwarten, das Auto aufzumachen. Wenigstens eins von den dreien. Aber jetzt haben wir zwei neue Autos und ein Mini nochmal. Ein Mini, ich hasse es ja. Ah, jetzt können wir gerade mal gucken, was wir so für Autos kaufen können. Aber eigentlich, was könnten wir nicht kaufen? Ein Huracan könnte man noch kaufen. Ich glaube, den kaufen wir einfach mal. Den können wir nicht kaufen. Scheiße. Also dann können wir den Huracan nicht kaufen. Das ist ja voll der Scheiße. Den F12 Berlinetta, können wir den noch kaufen? Den könnten wir kaufen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Da gibt es noch einen Huracan, alles klar. Ich glaube, den kaufen wir einfach. Ja. Ich mache jetzt noch ein Rennen. Und dann kaufe ich das Ding. Und dann war es das auch schon von diesem Part. Ich würde einfach jetzt mal die zwei Autos zeigen, die ich aufmache. Und wie das mit der Lackierung funktioniert. Ich hoffe, es war verständlich. Und jeder kommt es kapieren, wie ich es gemeint habe. Und ja, genau. Ich liege hier so gemütlich beim Marcoxi hier auf der Couch. Oh! Uiuiui. Ja, das war genau dasselbe wie bei dir vor. Ich habe jetzt 4 Garagen, ist halt schon krank. Und davon sind gerade mal eine komplett ausgebaut und die zweite nur die Corvette. Wir haben es geschafft. Jetzt ehrlich? Ja. Oh. Das gibt's doch nicht, dass wir das so lange rummachen, Mensch. So ein Scheiß. Die Mission, die war echt so kack, yes. Das Facecam an? Nee. Hätte ja sein können. Hey, hallo, gesagt. Nein, ich bin mit Facecam. Sagst du so nicht hallo, oder wie? Du bist ja unfreundlich hier. Ja, mein Gott, man muss mich gesehen haben. Hast du schon gespeichert? Nö. Mach. Doch, ich bin über die Mission geschwommen. Das wäre ja nicht ganz gut, weil das ist wichtig, dass wir das geschafft haben. Vielleicht will das Spiel jetzt hier endlich fertig kriegen, Schwamm. Geht ja San Andreas, kann sie gleich mal sagen, was die Jungs da tun. Und die Mädels. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen unterdreht. Solange hier die Szene läuft und wir bei die Nase, das sehen und ich mein, was mit dem Schwämmser.
Das ist die Corvette Stingray. Bisschen aufgemotzt. Läuft eigentlich ganz gut. Und das war's, oder was? Ja, das ist das ganze Prinzip von dem Spiel. Eine gerade Strecke fahren, zwei Tasten drücken, Ende, oder? Ja. Ist ja super anspruchsvoll. Es geht ja hier nicht um anspruchsvoll, es geht einfach nur um die Leidenschaft für Autos und so ein bisschen rumspielen an der Leistung, an der Übersetzung vom Getriebe, an dem Grip von den Reifen, beziehungsweise an dem Luftdruck. Da ein bisschen rumspielen und an der Schaltstrategie, das macht schon Spaß auf jeden Fall. Das ist gut, solange du nicht woanders rumspielst. So wie der eine Tipp vorhin im Dorfstudio, ist alles gut. Das war mein Glas, was war dein Glas? Meins war das kleine. Süße. Ja, wir machen nochmal ein Rennen. Ich kann es nicht. Und was ich noch sagen muss, nächste Woche, ich werde jetzt dieses Video gleich hochladen. Nächste Woche kommt dann kein Video von CSR Racing. Beziehungsweise ich muss gucken, vielleicht habe ich noch eine Aufnahme irgendwo. Bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie ich bin. Aber wenn ich keine Aufnahme mehr habe, also wenn ich bei diesem Video schon alle Aufnahmen rausgehauen habe, dann wird nächste Woche kein Video kommen. Und ja, wenn ich eine habe, dann weiß ich auch nicht, wie es läuft. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, es könnte sein, dass nächste Woche kein Video kommt. So ist es doch am einfachsten gesagt. Also nicht enttäuschen. Es geht trotzdem weiter. Dann hat das dran, dass ich in Urlaub bin. Ja, die Corvette ist eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Eine Oma-Unterhose, oder? Weiß ich nicht, höchstwahrscheinlich, ja. Ja, jetzt machen wir das noch fertig, oder? Dann wollen wir da noch vier Rennen. Ja, nee, ich würde trotzdem sagen, machen wir jetzt Schluss. Ich mache hier noch ein bisschen weiter, so für mich. Und ich hoffe, euch hat dieses Video teilweise das bisschen durcheinander gefallen. Also mir gefällt's nicht, aber... Aus unserer Sicht gefällt uns ja vieles nicht, was den anderen aber gefällt. Also von dem her ist alles offen. Ne? Also guck mal, wie es ankommt, wie es bei euch ankommt. Wenn ihr sowas nicht mehr haben möchtet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Man muss auch dazu sagen, falls ihr das wollt, dass wir das machen, wir machen das nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das heißt, das wird nicht zum Alltag, das bleibt eine Ausnahme. Vielleicht mal wieder nächstes Jahr oder so. Auf jeden Fall wird es nicht zum Standard. Es wird nicht zum Standard, aber trotzdem könnt ihr mal schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Das Wichtigste war mir, dass wir zusammen jetzt noch die zwei Autos aufmachen und dass ich die Lackierung zeigen kann, da wie das funktioniert, wie ihr da ein bisschen individuell gestalten könnt. Und ja, dann war es das von diesem Part. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!